Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und wir sind zurück auf der Welt, die uns, wenn wir das denn wollen... Geht das? Ah, hier war wieder die Geschichte. Die uns, wenn wir es denn wollen, zum Boss führt. Wir haben allerdings noch nicht genug Steine. Es fehlen gar nicht mehr so viele. Und, ja, ich bin am Überlegen, ob wir jetzt tatsächlich mit großen Schritten Richtung Boss gehen wollen. Oder wie wir das handhaben wollen. Also das weiß ich noch gar nicht. Oder ob wir sagen, ja gut, und wir machen noch ein bisschen, Rüstung, pipapo. Ja, die Entscheidung werde ich jetzt auf jeden Fall noch treffen müssen, weil ansonsten könnte ich mir ja überlegen, ob ich in dieser Aufnahmesession das nicht sogar mal teste. Aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist erstmal diesen Kandidaten hier platt. Wow, hallo? Ah, okay. Diesen Kandidaten hier platt machen. Und dann vielleicht auch nochmal... Ah, ein bisschen leveln. Seht ihr genau, Level... was sind wir denn jetzt? 24 sind wir, ne? Und Level 25... Hallo? Level 24... Genau, Level 25 werden wäre schon nice. Und ich würde auch gerne noch in dieses grüne Portal gehen. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne auch noch antun. Um einfach mal zu gucken, was für eine Welt das ist. Und ob wir da vielleicht noch irgendwelches cooles Equipment kriegen. Wobei ich die Vermutung habe, umso näher wir beim Boss sind und jetzt sind wir sehr, sehr nah, werden wahrscheinlich immer mehr solcher Welten sein. Werden weniger diese Goldwelten sein, wo man auch... Ich gucke einfach mal kurz nochmal. Nee. Ich hätte ja gern dieses Harz. Ich habe keine Ahnung, woher ich dieses Harz kriege. Ob man es wirklich mit irgendwelchen Pflanzen, die ich jetzt einfach die ich einfach die ganze Zeit ignoriere, ob man sie daher kriegt oder ob es wirklich ausschließlich Monster-Drops auf bestimmten Welten sind. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir da Feedback dalassen könntet, weil ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich vermute mal, ihr seid einfach alle schon viel, viel weiter als ich. Und vielleicht habt ihr... Huch, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich. Wahrscheinlich habt ihr alle sogar den letzten Boss schon platt gemacht und ihr denkt, oh, Showtime habt ihr nicht so, der ist gar nicht so doll. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn halt nicht. So. Ja, wie ist eigentlich eure Erfahrung? Fällt mir jetzt gerade so ein. Ich bin ja, hatte ich glaube ich auch von einer Weile schon erzählt, ziemlich zufrieden mit dem Waldläufer. Es macht halt echt auch Fun, mit dem zu spielen. Auf Entfernung und trotzdem relativ gut Damage auszuteilen, finde ich sehr nice. Mit was für Charakteren zockt ihr denn? Ist es da die Mage, die vielleicht sogar noch mehr Damage austeilt? Oder der Nahkämpfer, einfach die Frontsau, wie man so schön sagt. Oder das Frontschwein. Oh, das ist ein Raum vom Dungeon, der wahrscheinlich von diesem Turm abgeht. Wollen wir da mal reingucken? Oh, zuerst nehmen wir das hier mit. So, zack, zack. Ja, komm, die paar Dinger hier nehmen wir auch noch mit. Eigentlich wollte ich gar nicht so exzessiv jetzt farmen, aber ich kann mich noch erinnern, was brauchte man? Ich glaube, man brauchte 10 von diesen Erzen, um einen Barren zu machen. Oder? War das nicht so? Doch, ne? Und wenn sie hier schon... Wow. Vorsichtig. Wenn sie uns jetzt direkt schon vor den Füßen liegen, warum nicht mitnehmen? Warum nicht mitnehmen? Ja, nee, aber bezüglich der eurer Charakterwahl, das würde mich echt mal interessieren. Bei mir hat das ja damals angefangen, wenn ich Rollenspiele gezockt habe, dann war es eigentlich immer irgendwie ein Schwertkämpfer. Und vor kurzem, wenn ich dann mal ein neues angefangen habe, habe ich gesagt so, okay, warum immer Schwertkämpfer? Spiel doch mal ein Mage. Und das habe ich gemacht. Okay. Halt, wer ist da? Laudan. Wir müssen den gefallenen Zauberer Beifall im Gefängnis in den Griff bekommen. Beifall, okay. Zivilist, werdet ihr mir helfen und eure Pflicht tun? Klar. Wie das ein guter Bürger machen sollte. Besiege 5 gefallene Zauberer. Okay, das machen wir. Ja, und vor kurzem habe ich dann einfach für mich mal beschlossen, ich probiere es mal mit Mage. Gut, jetzt ist jetzt hier bei Portal Knights nicht wirklich eine Mage, die ich zocke. Aber es hat auf jeden Fall auch sehr viel Fun gemacht, weil sie halt einfach dick Damage austeilen. Das war zwar insofern immer ein bisschen tricky, weil es sind halt die sogenannten Stoffis oder Glaskanonen oder wie man sie auch immer nennt.
Hat aber Fun gemacht. Hat tatsächlich Fun gemacht, sich ein bisschen weiter hinten zu halten und hat einfach mal wirklich... da vorne prügeln drei Leute irgendwie oder vier Leute auf den Gegner ein. Du rotzt einmal drauf und zack, Aggro gezogen. Wenn der Tank nicht ordentlich pullen kann. Ja, pullen ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern entsprechend Aggro halten kann. Ist blöd, wenn der Gegner auf dich zurennt, aber es ist ein cooles Gefühl zu wissen, dass man den meisten Damage austeilt, finde ich. Aber wenn dann einmal der Gegner auf dich zurennt, dann überlegst du dir das halt auch, ob du das wirklich willst. Naja, ich glaube, ihr könnt mir schon folgen, wie ich das meine. Ja, deswegen. Redet mit mir, lasst mich wissen, wie ihr das macht. Springen wir da jetzt einfach mal runter? Nee, zuerst killen wir den da unten. Ach komm. Gefängnis? Aber gut, es hieß ja Gefängnis, ne? Das sind gleich zwei. Kann man das hier aufschieben? Das muss ich bestimmt aufmachen, ne? Okay. Seht ihr, ich muss wahrscheinlich dann doch nochmal nach Hause. Einfach aus dem Grund. Ach nein, ich suche mir natürlich genau den falschen. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt voll bin. Aua. Okay. Wow, hier sagt er auch mit so einem Quatsch. Genau, einfach weil ich jetzt langsam voll bin. Und voll ist doof. Wir wollen ja Zeug mitnehmen. Was haben wir denn hier, was wir überhaupt nicht brauchen? Steinblöcke brauchen wir nicht. So, was haben wir denn hier? Rezept für. Gucken wir mal kurz. Ah, nice. Was ist das? Okay, kann weg. Was wir hier an Rezepten aufgesammelt haben, ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr. Was war das? Rachsüchtiger Ring. Okay. Kennen wir schon. Haben wir hier? Goldfaust. Ja, nice. Okay, dann haben wir es jetzt aber auch. Halt die Fackel. Geht nur... Ach, guck mal. Geht nur ein 60er-Stack. Haben wir uns sogar zu viel gemacht. War wahrscheinlich beim letzten Mal schon. Mir ist es nur nicht aufgefallen. So, okay. Einen haben wir schon. Einen haben wir schon. Und die sind hier hochgekommen. Dann schaffen wir das auch, oder? Ja. Hier unten werden noch bestimmt mindestens 5 rumrennen, oder? Wow. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ist da oben was? Nö. So, so. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Oh, da unten geht's noch weiter. Meine Güte, ist hier... ist das wieder weitläufig? Aber das bringt wieder nichts. Okay, wir gehen erstmal weiter. Dann schauen wir mal. Die kann man ja kaputt machen. Ein fliegendes Fass, okay. Und wir schlagen dem Fass den Boden aus. Ist hier wer? Hallo? Ja, da ist wer. Gibt es noch wer? Fall los! Ja, okay. Da hinten ist der, den wir suchen. Ja, das ist blöd. Ich will dann ausweichen. Also per Rolle oder so. Aber da wir nicht anvisieren, macht er die Rolle dann teilweise einfach nicht. Ist der Ding weg? Ist hier Tierchen drin? Nö. So. Also wenn wir weiter so machen und so viel von dem Kram hier finden, dann können wir uns wahrscheinlich alleine von Kisten und so hochleveln. Ich möchte mich nicht beschweren, also versteht mich nicht falsch, aber... Brauchen wir gar nicht so viel kloppen, wie ich eigentlich dachte. Genau, wir haben gerade gesehen, wir haben zu viele Fackeln. Da benutzt. Wir haben jetzt zwei Stacks Fackeln oder einen angefangenen und einen ganzen Stack. Wir müssen Fackeln wegwerfen. Nicht wegwerfen, sondern an die Wand, an die Wände hängen. Ist ja irgendwie unsinnig, mit zwei angefangenen Stacks durch die Gegend zu rennen. Ja, wir sind fast bei der 25. Und bei 25 gab es doch wieder einen neuen Skill, oder? Auch gespannt, was da Schönes auf uns wartet. Ist da ein Tierchen drin? Oder was habe ich gerade gesagt? Zack. Okay. Gut, mehr ist dann hier nicht. Der Tisch ist zwar ganz nice, aber den brauchen wir nicht. Dann gehen wir noch hier hinten hin. Und nehmen noch den ganzen Kram mit.
Ja, wir, wie gesagt, unser Level haben wir fast voll. Schön. Schön, schön, schön. Kann man machen. Kann man machen. Die Kiste hier. Ja, sehr gut. Ach, das geht noch gleich weiter hier. Meine Güte. Dass man ja irgendwie eine halbe Folge nur damit beschäftigt, irgendwelche Kisten klein zu prügeln. Halt, bevor wir das machen, ich wollte... So. Boah. Ja, 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 boah. Mist, ich renne natürlich nochmal rein. Egal, komm, drop eine Heilkugel. Und wenn nicht, hier liegt noch genug rum für uns. Blub. Haben wir ja fleißig gesammelt. Warum dann nicht auch mal benutzen? Okay. Oh, so kann man das auch machen. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber gut. Jetzt mal links. Hier ist keiner. Geht's hier unten? Da geht's auch weiter. Vielleicht ist das aber auch der, dasselbe Stockwerk und das ist halt unterirdisch auch miteinander verbunden. Das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Ich sehe es kommen. Wir werden hier mit Kisten unser Level abmachen. Ich sehe es kommen. Ist hier noch wer? Hallo, hallo, hallo. Mal eine kurze Fackel gucken. Fackelmann machen. Genau, komm nur mal schön her. So, hast du da noch einen Kumpel drin? So, ja gut, die machen jetzt irgendwie... Vor allen Dingen, wenn wir sie sehen, machen die uns keine Angst mehr. Da ist noch einer, okay. Das ist nun kein Problem. Da haben wir sogar noch genug. Kriegen wir. Halt, ich gucke hier nochmal schnell. Das auch noch. Keiner drin. Ist ja auch eher ungewöhnlich tatsächlich, ne? Okay. Gehen wir dann gleich hier runter? Können wir eigentlich, ne? Können wir eigentlich machen. Ah, das ist doch ein Magier, oder? Ah. Kommt das Ding hoch? Aua, aua. Ja, kommt es. So, wo ist der? Ach, er ist draufgegangen. Und jetzt, ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Okay, sehr schön. Da ist wieder was drin. Ist das schon wieder eine Ratte? Ah. Ja, sie tun mir leid, aber eigentlich brauchen wir sie partout nicht, ne? Was sagt... Oh, wir haben sogar ein bisschen Gold gekriegt. Wo haben wir das her? Das war's schon. Okay, es sind dann wirklich nur einzelne kleine Etagen. So hier. So, dann müssen wir hier lang. Gehen wir erstmal wieder schön zurück. Nee, das ist nix. Wo ging's denn hier runter? War das hier vorne? Das war hier, ne? Ja. Dann schauen wir mal, was uns hier unten erwartet. Und Geronimo. Ah, war so klar. Nein, das ist unser Untergang. Ah. Ich hätte mir vielleicht meine HP vorher nochmal angucken sollen. Ja gut, das war also eine blöde Idee. Ach, Manno. Naja, gut, so lernt man draus. So lernen wir draus. Halt, das nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir gleich nochmal da unten im Dungeon gucken, was wir da noch versäumt haben. Okay, wir sind also zuerst hier lang gegangen. Und wir sind immer noch... Ach, hier war das. Also. Okay. Und was ist da drin? Eine Eule. Die wir eigentlich auch nicht brauchen. Huch. Eine weiße Eule. Ja. Ist hier noch was? Nö.
Da müssen wir hin, glaube ich, ne? Passt das? Okay, sehr gut. So. Nein, das ist falsch. Wir sind gerade hier angekommen und ich habe schon wieder verpeilt. Wo müssen wir denn lang? Ne, das ist auch Quatsch. Hä, bin ich doof? Müssen wir doch hier hoch? Ja, okay, doch, hier ist richtig. Hier ist dann richtig. Na, dann gucken wir mal hier. Wie viel müssen wir denn, Kir? Ach, wir sind schon fertig mit dem Quest. Mit der Quest, dem Quest, wie auch immer. Okay, wir machen mal noch ein bisschen, dann kriegen wir nämlich hier vielleicht noch unsere HP wieder voll. Sehr schön. Und warum sollten wir das vollkommen lassen, ne? Aber dann versprochen, nächste Folge gehen wir wirklich nochmal auf die nächste Map. Ich trödel jetzt hier wieder so viel rum. Wobei, wir trödeln ja gar nicht, ne? Wir sind ja fleißig am Kämpfen. Wo ist das Dreckvieh? Da. Ja, ist egal. Egal, weiter drauf. Wow. Gehst du weg, gehst du weg. Gehst du weg. Und hier wieder ein Tierchen? Nee. Und wieder eine Sackgasse. Okay. Ja, ist schön, aber im Endeffekt ist es dann jetzt doch dasselbe, glaube ich, ne? Hä? Ach, okay. Hier war nichts weiter. Ich gehe nochmal ganz schnell den anderen Weg. Mal gucken, ob da noch irgendwas von Interesse vielleicht ist. Nee, das ist Quatsch. Hier müssen wir lang. Vor allen Dingen Level wäre halt auch nicht verkehrt. Oh. Ja, so. Ja, wir haben es fast. Wir haben es fast. Aber hier geht scheinbar nochmal ein längerer Weg, oder? Da sind Monster drin. Ich gehe mal weiter gucken. Dort könnte nämlich noch eine Kiste auf uns warten. Und die würde ich ja schon gerne mitnehmen. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Vielleicht ist da noch was Interessantes für uns drin. Irgendwas, was wir definitiv gut gebrauchen könnten. Zwei Wege. Da ist nichts. Aber das hier... So, so, so. Dann geht's hier nochmal hoch. Oh, okay. Hallo? Ja, die KI ist manchmal nicht ganz so clever. Aber das ist... Wobei die KI, ne? Ich habe ihn auch gerade nicht getroffen und habe einfach fleißig weitergeballert. Also so viel zum Thema KI ist nicht so clever. So, dann gehen wir nochmal schnell gucken, was hier oben ist. Ach, das ist einfach nur ein Holzfußboden. Ne, hier kämen wir bestimmt raus irgendwo, oder? Das sieht schon wieder so... Ich will gar nicht weit buddeln, ich will bloß mal kurz gucken. Nö, na gut. Na gut, na gut, dann... Halt! Können wir eigentlich auch wieder zurückgehen? Ist hier noch ein Kistchen? Nee. Dann können wir wieder zurückgehen. Dann müssen wir noch einen Weg abgehen. Und dann haben wir es eigentlich auch. Das ist dann hier der letzte. Aber, liebe Freunde, das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich hätte gerne das F aus dem Gesicht. Danke. Das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und von daher, bis zur nächsten Folge. Euer Showtime. Tschüss.